Und um echt sein zu können, verließ Laszlo die Gruppe und startete in Wien seine Solokarriere. Vor kurzem brachte er sein erstes eigenes Album auf den Markt mit dem Titel Herzschlag. Es beinhaltet bekannte Popsongs von Laszlo samt weicher Stimme auf Deutsch interpretiert. Wieder in der Heimat mit einem eigenen Album am Start. Für Laszlo läuft es derzeit richtig gut. Kaum zu glauben, dass dieser rasante Biker ein und derselbe Mann ist. Auf 170 PS fühlt sich der Tenor besonders wohl. Ich fahre Zweirad, seitdem ich 12 bin. Ich glaube, das war am Anfang auch nicht ganz legal. Aber ich muss dazu sagen, ich wohne am Rande von Wien und da gibt es schon einige Möglichkeiten, ganz einfach in den Auen, in den Wäldern oder auf Baustellen herumzufahren. Und mich hat es wirklich schon als Kind gepackt. Ich liebe es, durch Österreich zu fahren. Weil so lernst du dann wirklich das Land kennen. Ja? Es gibt so ein spezielles Navi, da stellst du eine kurvenreiche Strecke, ja, Maximum, ist kein Witz. Und dann führt dich dieses Navi durch Gegenden, in die du nie kommen würdest sonst. Und dann siehst du einmal, wie unglaublich schön dieses Land ist.